Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kressgarage. Heute geht es mal wieder über das Thema Rallye und zwar brauche ich eine Karosserie. Letztes Jahr ist herausgekommen der schöne Golf MK2 V16 im Rallye-Design. Ein ganz tolles Modell, war auch einer meiner ersten Wagen, den ich in echt gefahren bin. Ein Freund hatte einen sehr schönen matte rot vergilbten Golf. Ich möchte ihn aber in diesem Mal im Original, also Boxart-Design aufbauen. Und dann aber auch durch ein paar Sticker erweitern, denn er soll ja aussehen wie so ein richtiger oder wie das richtige Vorbild, was ich ziemlich cool finde. Genau, das ist das eine. Dazu gibt es dann halt das Chassis, habe ich jetzt hier schon mal ein aufgebautes. Auch dazu wird es bald nochmal ein Video geben, wie ich das Chassis mit aufbaue. In dieser Version jetzt aber erstmal so, langer Radsatz, passt auch hierzu. Die Felgen, die Tamir dazugelegt hat, fand ich jetzt nicht ganz so passend. Ich habe mir nochmal von Karten die neuen M-Chassis Rallye Reifen rausgesucht. Bin mal ganz gespannt, wie das Profil ankommt, wie das fährt. Ansonsten werde ich ihn weiß lackieren. Habe hier von RCK ganz normal weiß eine Dose. Ich habe die Werkzeuge, die ich ganz normal brauche. Ein Lochbohrer, ein Cuttermesser für die Sticker vorwiegend. Eine Lexan-Schere. Ich benutze immer nur die runde Lexan-Schere. Ansonsten mal gucken, Anbauteile und Ähnliches muss ich auch noch verschrauben. Also nochmal einen Schrauben. Satz, ja, ich würde sagen, lass uns das gute Ding mal bauen. So, schön, dass ihr da seid. Ich habe mir den Golf noch mal sozusagen als Bulk-Set geholt. Das heißt, das ist jetzt kein richtig hundertprozentiger Tamiya-Karosseriesatz, so wie ihn Tamiya anbietet, aber ein cooles Set, wie man sonst auch kriegt. Was ich erstmal ganz cool finde an der Karosserie, sie ist nicht vorgebohrt. Das heißt, ihr könnt sie Scale fahren mit Magneten. Gibt es bestimmt ein paar, die sich damit ihren alten Traum wieder aufbauen wollen. Golf GTI in diesem Fall kommt mit Anbauteilen, vordere und hintere Stoßstange. In diesem Fall kann man optional noch dazu nehmen Rallye-Lichter. Vier weitere Lichter zu den ganz normalen Standardlichtern. Außenspiegel haben wir hier noch. Dann gibt es Inlays, Licht-LED-Einsätze für innen sozusagen. Kann man also richtig schön viel Licht verbauen. Vielleicht mache ich das bei dem Modell auch mal. Das heißt Vorder- und Rückleuchten, Blinker, Warnblinkleuchten, Rückfahrlichter, alles Mögliche ist hier mit dabei. Zusätzlich auch noch Glaseinsätze sozusagen für die Rallye-Lichter. Hier ist das gesamte Baumaterial dabei, was ich brauche, um die Karosserie zusammenzusetzen, das Lichtset aufzuarbeiten und die Karosserie am Fahrzeug zu befestigen. Dann haben wir noch den Stickersatz. Besteht aus ziemlich vielen Stickern in diesem Fall, finde ich. Ich kann das Ganze mal hier aufmachen. So, ihr zwei kommt auch noch mal raus. Also wir haben einen schönen Volkswagen Golf 2 Sticker. Wir haben die Warnhinweissticker. Wir haben die Fenstermasken, die ihr braucht, wenn ihr den Wagen von innen lackiert. Sehr wichtig. Und dann haben wir zwei Bögen von der recht komplizierten, für die recht komplizierte Beklebung. Und ihr seht schon, das sind riesige Stickerflächen. Da werde ich auf jeden Fall zeigen, wie ich das mache, indem ich mit einer Wasserspülungslösung sozusagen arbeite. Dadurch lassen sich die Sticker nachher auf der Karosserie noch gut bewegen. Ansonsten so richtig viele Sticker sind es ja nicht. Ich komme hier auf grob 62 Sticker. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das wird es nachher noch geben. Und wir haben die Anleitung dabei. In diesem Fall sogar mal ein bisschen umfangreicher. Gibt auch einiges zu tun. Also hier wird noch gesagt, in der Einheit, wir haben den langen Radstand und den hohen. Die hohe Bodenfreiheit eingestellt, damit wir für Rallye fahren können. Hier wird gezeigt, an welchen Stellen müsst ihr denn Löcher bohren und wie bohrt ihr sie am einfachsten. Wie schneidet ihr die Karosserie frei, was kommt alles weg. Dann werden die Maskensticker eingebracht, das ganze Karosserie nochmal von innen gereinigt. Dann lackiert mit mehreren Schichten und dann kommen die Aufkleber drauf. Davon, wie gesagt, eine Menge. Hier wird so ein bisschen auch nochmal Tipps gegeben, wie die das hier gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Ich gehe direkt ran und fange an, die Karosserie auszuschneiden. Ja,
Wenn ihr so eine Karosserie habt, seht ihr so ein bisschen die unterste Kante, die zum Karosserie-Original trägt. Der Rest ist ja nur Lexan-Folie oder Lexan-Material. Das heißt, mit dem ersten Schnitt, den ich mache, gehe ich immer hier einmal unten an der Karosserie entlang und schneide so gut 5 mm Abstand zum Original-Karosserie. Dann habe ich nachher beim zweiten Rundgang genug Material, um noch gut zu arbeiten, aber ich kann mich auch frei genug bearbeiten, denn das Material ist manchmal auch ein bisschen steif und da ist das Arbeiten gar nicht so einfach. Jetzt habe ich den ersten Schnitt gemacht, das heißt, die Golf-Karosserie kommt jetzt schon mehr zur Geltung. Jetzt schneide ich nochmal den feineren Schnitt an der Karosserie entlang, lasse aber immer noch die Radkästen stehen. Wenn ihr jetzt so ein bisschen dreht, die Karosserie, seht ihr immer die letzte Kante recht gut, da könnt ihr einfach vorsichtig entlang schneiden. So, jetzt habe ich die Karosserie einmal sozusagen an ihren Kanten komplett entlang freigeschnitten. Im nächsten Schnitt schneide ich jetzt die Radkästen frei, die Kotflügel sozusagen frei. Dort gehe ich immer so vor, dass ich mit der Rundschere einmal sozusagen im Uhrzeigersinn gut ein Drittel einschneide und dann gegen den Uhrzeigersinn den Rest einschneide. Ich drücke dabei die Schere nie ganz durch, lasse sie immer so ein bisschen offen. Dadurch entstehen keine Schnittbrüche sozusagen, nenne ich es mal. Und man hat eigentlich ein recht gutes Schnittbild. Wenn ihr den Radkasten so ausgeschnitten habt, guckt nochmal mit dem Finger, ob es irgendwo eine Kante gibt, an der man hängen bleibt. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Schleifpapier nehmen und so ein bisschen den Radkasten mit ausschleifen. Dann bleibt ihr da nicht mit dem Reifen so schnell hängen. Aber hier bin ich erstmal ganz zufrieden. Ich mache jetzt die restlichen Radkästen nochmal schnell. So, die Karosserie ist jetzt soweit ausgeschnitten. Ich werde jetzt als nächstes die Löcher bohren. Dafür sind hier so kleine Punkte in der Karosserie angelassen, um die Karosseriepin sozusagen zu setzen. Das heißt, wenn ihr das nachher, könnt ihr das euch ja nicht mehr genau angucken, wo es hin soll. Dafür ist es dann halt ganz gut, das vorher schon machen, also bevor ihr lackiert, die Löcher zu bohren, damit ihr auf jeden Fall genau wisst, wo sie hinkommen. In diesem Fall habe ich jetzt mal hier so einen schönen Lochbohrer. Der hat eine leichte Skala an der Seite, da kann ich genau sehen, wie groß das Loch sein soll. Die Karosserielöcher sollen 6 mm sein und das bohre ich jetzt als nächstes. So, die Karosserielöcher habe ich jetzt gebohrt. Als nächstes bohre ich die Löcher für die Anbauteile, das heißt Außenspiegel und meine Rallye-Lichter vorne. Auch die sind hier angedeutet. Ich gucke noch mal kurz, wo ich sie bohren soll. Die Löcher für die Stoßstangen sind 6,5 mm groß und die Löcher für die Lichter 4,5 mm. Die haben übrigens 3 Löcher pro Lichteinsatz, also 3 Halterungen.
Da wird ordentlich was gebohrt, jedes Mal 4,5 mm. Wenn ihr die Rallye-Lichter nicht anbringen wollt, solltet ihr die Löcher hier vorne nicht bohren, denn sonst sind ja Löcher in der Karosserie. Jetzt habe ich vorne und hinten alle Löcher gebohrt, jetzt kommen noch die Löcher für die Außenspiegel. Auch die oder die sind 4 mm. Ich bohre übrigens immer abwechselnd von außen und von innen. Dadurch verhindere ich, dass es sozusagen einen Ausriss in der Karosserie gibt. So, ich habe jetzt alle Löcher gebohrt, war eine Menge, aber wird sich nachher lohnen. Als nächstes kommen jetzt die Fenstermasken ran. Das heißt, ich schneide mir die hier komplett aus und klebe sie dann rein. Jetzt habe ich alle Sticker freigeschnitten, das heißt, jetzt nehme ich mir so einen Sticker, löse die Klebefolie ein wenig, schneide mir etwas von der Trägerfolie ab, habe jetzt einen Sticker, der nur am Rand klebt, den kann ich jetzt nehmen, in mein Modell reinsetzen, genau an die Stelle schieben, wo ich ihn brauche, das heißt genau dahin setzen, wo er vielleicht auch sitzen soll. Dann kann ich den Klebestreifen, der da ist, andrücken. Ja, kann noch ein bisschen weiter rüber. Hebe dann den Sticker an und schiebe ihn so ein bisschen jetzt über diese Kante raus. Das heißt, ich löse die Trägerfolie vom Aufkleber. Kriegt dadurch ein sehr glattes, schönes Stickerbild hin. Geht noch einmal rund, drückt den Sticker an allen Seiten gut an und habe so die erste Maske eingeklebt. Das mache ich jetzt mit allen vier Masken. Von der Bezeichnung steht hier immer auf Englisch und Japanisch drauf, in welche Position dieser Sticker kommt. Das ist zum Beispiel rechts hinten. Es gibt auch noch rechts vorne. Die Rücklichter hinten gehen hier theoretisch rum, sollen ein ganz kleines bisschen auch noch auf der Seite zu sehen sein. Das heißt, ich orientiere mich hier an der schrägen Innenseite, klebe das da dran und schiebe das so auch noch nach außen so ein bisschen. Das heißt, ihr habt hier noch 1,5 mm Überstand sozusagen um die Rundung herum. So, ich habe alle Maskensticker von innen angebracht. Bevor wir gleich lackieren, wird die Karosserie jetzt auch immer von innen ausgewaschen. Und ich raue sie auch so ein bisschen an. Ich nehme mir dafür diese Küchenschwämme. Kennt ihr bestimmt, eine Seite gelb, andere Seite grün. Mit der grünen Seite gehe ich hier wirklich auch von innen durch die Karosserie durch. An allen Stellen, wo Farbe hin soll. Ansonsten passe ich natürlich auf, dass ich jetzt nicht meine Maskensticker beschädige, die ich gerade angebracht habe. Wir waschen die Karosserie jetzt aus für zwei Sachen. Zum einen habe ich dann natürlich reingefasst, das heißt, die sind jetzt auch leichte fest. Fettfingerabdrücke sozusagen von mir drin. Die menschliche Haut hat ja immer so ein paar Rückstände.
Und wir haben viel geschnitten und gebohrt. Das heißt, auch Lexan, Splitter und Staub kann hier noch drin sein. Und ich will die Karosserie anrauen. Damit die Farbe nachher besser haftet, muss man das auf jeden Fall machen. So, ich habe die Karosserie jetzt von innen ausgewaschen und auch so ein bisschen angeraut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Auf jeden Fall leicht stumpf alles von innen. Das macht aber keinen Unterschied zum Lack nachher außen. Der Glanz kommt von außen drin. Das ist jetzt nur dafür da, dass es gut haftet. Guckt auf jeden Fall, dass ihr das gesamte Wasser innen aus der Karosserie rausgekriegt habt, was da drin war. Gerade auch in diesen kleinen Rillen und Überständen. Und achtet darauf, dass die Sticker nachher wieder gut festsitzen. Das heißt, zieht die auch nochmal alle schön nach. Macht das euch ruhig zwischen den Lackierarbeitsschritten. Das heißt, dass die Sticker immer schön wieder ransetzen. Dann habt ihr keine Farbläufer, die sich sozusagen unter die Sticker drücken. Schüttelt die Farbe gut durch, bevor ihr sie lackiert. Und arbeitet in mehreren Schichten. Das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich lackiere die ganze Karosserie jetzt in Weiß. Wenn ihr mit Tamiya-Farben arbeiten wollt, müsstet ihr die ganze Karosserie mit PS1 weiß auslackieren. Ja, das heißt, das mache ich jetzt mal draußen, immer an der frischen Luft arbeiten, zwischendurch trocknen lassen. Wenn es kaltes Wetter ist, nehme ich schon manchmal einen Föhn zur Hilfe. Ansonsten macht die erste Schicht recht dünn und die nächsten Schichten dann so ein bisschen dicker. Arbeitet aber nicht mit zu viel Farbe, denn sonst fängt sie an zu laufen. Guckt, dass ihr immer alles schön gleichmäßig lackiert. Haltet die Karosserie auch ruhig mal gegen die Sonne oder gegen das helle Licht, um zu sehen, wie dick ist denn die Farbe mittlerweile. Ja, und das mache ich jetzt mal. So, Karosserie ist fertig lackiert. Ich habe insgesamt 4 Schichten weiß reingesetzt. Bin ganz zufrieden mit der Deckkraft auf jeden Fall von der Farbe. Habe auch noch ein bisschen Reste in der Dose gehabt. Kann also noch mal einen anderen Bereich auch noch mal was weitermachen. Jetzt kommen wir wieder zum Bereich, Karosserie ist trocken. Jetzt nehme ich die Fenstermasken raus. Wir sehen schon hier. Hat ganz gut geklappt. Wir haben keine Verläufe unter den Stickern. Auch wenn ich mir die anderen Bereiche so angucke, haben die alle sehr gut gehalten. Ansonsten könnte man jetzt mit einem Farbkiller und einem Q-Stip, also mit einem bisschen Watte sozusagen, die Farbe, die sich unter die Masken gesetzt hat, nochmal wieder entfernen. Ist hier aber in keinem Fall nötig. Wenn ihr die Fenster so ein bisschen abdunkeln wollt, also mit dem Smoke arbeiten wollt mit der Farbe, empfehle ich euch jetzt auf jeden Fall, wenn ihr weiß lackiert habt, dass ihr, wenn alles trocken ist, ihr den weißen Bereich abklebt, weil der Smoke ist natürlich so ein bisschen dunkel und das kann man vielleicht durch das Weiße durchsehen. Das heißt, klebt jetzt alles ab, was da nicht Smoke sein soll. Ich lasse klare Fenster. Ich gucke mal, dass ich da ein kleines Rallye-Cockpit einbauen kann noch. So, jetzt sind alle Masken-Sticker für die Fenstermasken schon wieder ab. Die Karosserie sieht jetzt noch ein bisschen stumpf aus. Jetzt kommt die Außenfolie ab. Das heißt, hier ist noch eine ganz dünne Schutzfolie außen drauf, die verhindern soll, dass beim Lackieren Farbe, die innen rein soll, auch nach außen kommt. Das heißt, die nehme ich jetzt runter und dann sehen wir, wie schön die Lackierung glänzt, wie schön der Lack glänzt auf der Karosserie. So, die Schutzfolie ist ab und jetzt seht ihr auch schön, wie toll das Weiß hier glänzt. An so ein paar Stellen ist noch Schutzfolie drauf. Mal runternehmen. Jupp, sieht alles gut aus. Für den nächsten Schritt habe ich schon was vorbereitet. Das heißt, ich habe hier ein bisschen Wasser drin. Da habe ich ein bisschen Spülmittel reingetan, dass es so eine schöne, glitschige Einheit sozusagen wird. Dann habe ich hier noch ein bisschen Toilettenpapier, um nachher das Wasser wieder aufzufangen. Und jetzt geht es an die ganzen Sticker ran. Insgesamt sind es ja 60 Stück, habe ich gesagt. Und ein großer Teil der Sticker ist auch so angelegt, dass ihr sie, wenn ihr nicht diesen Rallye-Sticker aufsetzen wollt, ihr den Bereich selber
abschneiden müsst. Das heißt, Fenstermasken sind schon in diesen Stickern mit inbegriffen, was ich auch ziemlich lustig finde, auch mal halt hier so Konturlinien. Das heißt, jetzt einfach Sticker 1 nach einem anderen, sozusagen mit dem Sticker 1 angefangen, die Karosserie bekleben. Und da zeige ich euch auch nochmal, wie das mit der Flüssigkeit hier geht. So, den ersten Sticker, den ich aufkleben muss, ist gleich mal die komplette Dacheinheit. Das wird also gleich spannend. Einer der größten Sticker, würde ich fast mal sagen, hier im Set. In der Anleitung sagen sie jetzt an dieser Stelle, ihr sollt das genauso machen, wie ich das mit den Fensterstickern empfohlen habe. Das heißt, ihr schneidet den ganzen Sticker komplett auf, löst dann ein Stück der Trägerfolie, richtet den Sticker aus, klebt ihn fest. Dann habt ihr aber immer noch so ein bisschen Blasen unten drunter. Ich versuche das jetzt mal mit dieser Art. In der Größe habe ich das auch noch nicht gemacht. Mal gucken, wie es wird. Das heißt, zuerst mal das Dach so ein bisschen wässern hier. Sticker 1 schließt hinten mit der Kofferraumhaube ab und bietet vorne schon den Bereich so einmal komplett gewässert. Jetzt lege ich mir den vorne direkt schön auf, kann ihn auch noch bewegen. Sehr schön, kann ein bisschen tiefer gehen. Ihr seht schon, ich kann jetzt auch noch bewegen. Dann zur Seite. Habe ich mal oben drauf gesetzt. Ihr habt auch gesehen, ich konnte ihn noch mal abnehmen. Noch ist es ein bisschen wellig. Jetzt nehme ich ein bisschen von dem Papier und fange von der Mitte aus an, das Wasser rauszudrücken. Sticker sitzt ziemlich schön oben drauf. Vorne wirft er ein ganz kleines bisschen Wellen. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall mit dem Föhn nochmal hergehen. Den Sticker auch so ein bisschen weich machen. Aber wird immer besser hier.
Das hat doch mal gut geklappt. Und so müssen wir jetzt alle Sticker abarbeiten und immer schön der Reihe nach und gerade bei den großen Stickern ein bisschen mit dem Spüli arbeiten. Das heißt, in der Reihe ist es jetzt als nächstes 2 sind die großen Seitenteile. Ganz gespannt. So, Sticker 2 kommt auf diese Seite. Und läuft bis nach ganz vorne. Schön alles ein. Hier wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil auch ziemlich viele Knicke noch drin sind. Da bin ich mal gespannt, wie ich das schön hinkriege, wo der da ansetzt. Auf jeden Fall bis nach ganz unten muss der gehen. So, Fläche ist eingeseift. Den Sticker abnehmen. Komplett geflutet. Jetzt setze ich mir wieder oben an den Fenstern an. Das sind einfach runtergleiten. Sieht schon mal ganz gut aus. Sticker sozusagen angebracht, schließt unten auch bündig ab, auch oben mit dem Fenster sehr schön. Jetzt nehme ich wieder ein bisschen Taschentuch und fange an von der Mitte sozusagen über die Linien hier auch das Wasser herauszudrücken. Der Sticker sitzt auch gut. Ich mache jetzt mal weiter. Mache jetzt mal Kamera aus, sonst dauert das halt zu lange. Zeige euch auf jeden Fall noch die kniffigen Stellen. Und ja, bis gleich, ne? Ja, hier habe ich jetzt mal die Seite geklebt. Das sind jetzt auch mehrere Aufkleber. Da müsst ihr gucken, oben gibt es noch eine freie Kante. Die bleibt frei zwischen den beiden Farben. Da wird nachher noch ein schwarzer Balken drüber gelegt. Aber ich habe schon gesehen, hinten mit dem Fenster bin ich so ein bisschen zu weit reingekommen mit dem Fensterrahmen. Jetzt seht ihr das hier, jetzt ist der Rahmen sozusagen die Seite schon fast fertig, aber hinten habe ich so eine kleine Ecke drin. Vorne sieht schon ganz gut aus, auch die kleinen Zierleisten, die vorne noch mit rankommen, sehen ganz cool aus. Hinten haben wir auch schon einiges gemacht. Auf der anderen Seite muss ich jetzt noch die Kotflügel schwarz machen, aber erstmal schneide ich hier noch die Halterung sozusagen, diese Safety-Halterung für die Motorhaube aus. Finde ich immer ganz gut. Ich habe so eine Unterlage, auf der kann ich ganz gut die Fläche dann drehen. Das heißt, ich schneide das Ganze mit einem Cuttermesser und drehe aber mehr den Sticker, als dass ich das Messer bewege. Dadurch kriege ich sehr runde Formen eigentlich hin und kann auch solche Stücke wie hier die Kotflügel ziemlich gut ausschneiden. Die setzen wir jetzt an. Da müsst ihr so ein bisschen drauf gucken, dass das so ein bisschen überlappt mit dem anderen schwarzen Streifen, den ihr schon geklebt habt. Ganz schön festmachen. Damit das auch mal ein bisschen weicher wird, kann man das jetzt auch noch ein bisschen föhnen. Dann wird der Sticker noch ein bisschen klebestärker und ein bisschen weicher. Dann kann man den noch besser in so Formen und Fugen reindrücken manchmal, um auch um Biegungen rumzudrücken.
Aber jetzt hinten auch nochmal, sieht ja schon ganz cool aus. Jetzt springe ich mal zu einem Stickerbogen, den ich mal gemacht habe für eine DTM-Serie sozusagen. Aber hier habe ich auch meine ganzen Sponsoren mit drauf, ziemlich viele. Und davon schneide ich mir jetzt auch mal so ein paar aus, weil die fehlen ja. Erst gibt es aber nochmal so ein paar Anbauteile. Also hier habe ich jetzt die vordere und die hintere Stoßstange. Ist übrigens jetzt auch schon wieder Nacht geworden, alles ein bisschen dunkler. So ein paar Sticker schon aufgebracht. Vorne Pirelli an der Seite, auch vorne Motorhaube. Jetzt bin ich gerade dabei, die Scheinwerfer vorne, die Rallye-Scheinwerfer zu montieren. Das heißt, die kann man auch sogar noch mit LEDs versehen. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Ich bringe die nur erstmal an. Also schraube zuerst einmal sozusagen die Scheiben vorne auf die Rallye-Scheinwerfer drauf. Nutze ich auch mein Tamiya-Werkzeug. Den kleinen Schrauben müsst ihr gucken, da sind ziemlich viele Schrauben bei, aber dass er die richtigen Schrauben hierfür benutzt. Es geht eigentlich ganz gut, die schneiden sich schön selber rein. Nicht zu fest drehen, aber wenn man das einfach so gut mit der Hand macht, dann kriegt man es ganz gut hin. Mache jetzt mal mit beiden Seiten hier. Da kommen nachher auch noch Sticker drauf, die müsst ihr auch noch freischneiden, die sind auch sehr transparent. Die geben einfach so ein bisschen Struktur noch. Ich überlege nochmal, dass ich mir dafür auch vielleicht diese Abdeckung noch irgendwie mache. Falls man die Rallye-Lichter ja am Tag gefahren ist, haben die meistens so Abdeckungen da außen drauf, damit man sich seine Scheiben nicht kaputt macht. Da steht dann halt Bosch oder Bildstein. In diesem Fall müsste irgendwas mit, glaube ich, Bosch macht die Lichter hier draufstehen. Bildstein ist ja Dämpfer. Castrol ist Öl, Pirelli sind Reifen. Da schreibe ich den zweiten auch noch fest. Und dann kommen die vorne in die vorgebohrten Löcher rein und werden dann von innen gleich, seht ihr das nochmal, mit den Scheinwerfer-Inlays sozusagen verschraubt. Jetzt den ersten fertig. So, jetzt habe ich beide fertig. Ich drehe die Karosserie mal um. Also hier vorne in die Löcher kommen die rein. Drei Löcher gibt es dafür, damit die gut halten. Wenn ihr die Löcher nicht braucht oder die Rallye-Lichter nicht braucht, macht die Löcher nicht rein, weil sonst macht ihr euch den schönen Kühlergrill kaputt. Aber jetzt passt das mit den Löchern. Die waren, glaube ich, mit 4 mm angesetzt. Die drücke ich jetzt mal hier so grob rein. So ein bisschen knapp, wenn man so ein bisschen mich abgerutscht hat mit dem Bohrer. War nicht ganz zentriert, aber im Ganzen passt es auf jeden Fall. Und jetzt seht ihr schon, jetzt sind da hinten die Rallye-Lichter drauf. Schon eingesetzt, die LEDs sozusagen. Und da wird auch die Stoßstange mit verschraubt und jetzt auch die Rallye-Lichter. Und die Inlays, die werden von innen reingeklebt. Die würde ich aber an eurer Stelle noch von hinten so ein bisschen lackieren, denn sonst strahlt, wenn ihr Licht reinbaut, strahlt euch die ganze Karosserie von innen aus und das wollt ihr eigentlich nicht haben. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal nur zwei Schrauben pro Rallye-Licht. Reicht, glaube ich, auch erstmal aus. Mal schön festschrauben. Wie gesagt, wenn ihr LEDs einbaut, dann würde ich die Scheiben von hinten, also die Rallye-Lichter, die Inlays von innen nochmal vorher vielleicht auch schwarz lackieren, damit es nicht so durchstrahlt, weil sonst leuchtet die Karosserie von innen so ein bisschen komisch, das sieht immer ein bisschen verwirrend aus. Soll ja eigentlich nur nach vorne raus leuchten und nicht das ganze Auto. Hat natürlich auch, sieht auch irgendwo cool aus, aber ich wollte jetzt hier nicht machen. Ich überlege auf jeden Fall mal, dass ich hier so einen einfachen Rallye-Satz LEDs verbaue. Wollte ich ja sowieso mal machen. Euch zeigen, wie ich so LEDs verbaue. Vielleicht mache ich das mit der Karosserie hier. Jetzt habe ich von Karten noch neue Rallye-Reifen für M-Chassis. Mit einem neuen Profil. Finde ich echt ganz cool. Leider finde ich, ist der weiß und kommt jetzt auf der Kamera nicht so richtig rüber. Der ist nicht so ganz satt. Das ist so ein bisschen so ein, der hat einen leichten Blaustich. Vier Stück, genau, haben ein ziemlich cooles Profil. Ich nehme mir gleich nochmal einen und vergleiche den mal mit dem anderen. Also erstmal die alten Tamiya Rallye Block Reifen runternehmen. Mit den schönen blauen Felgen hier noch. Die Karosserie oder das Chassis hatte ich mal vom Ford Escort MK2, glaube ich, ne? Auch MK2, genau. So ein bisschen auch die Felgen, die bei der Rallye, bei Mini benutzt werden. Hier sind sie auch schon schön reingeklebt. Und hier seht ihr mal den Unterschied vom Profil. Also wir haben ein richtig dickes Stollenprofil zu diesem neuen Profil. Ein bisschen kleiner ist der Reifen. Aber die setze ich mal drauf, passen ganz normal auch und schraube ich fest. Mache jetzt mal mit allen vier Schrauben oder allen vier Rädern. Ich habe jetzt auch hier das Tamiya-Werkzeug aus dem Tamiya-Set dabei. Damit geht es ganz gut, ansonsten hätte ihr dieses kleine Tamiya-Kreuz, benutzen dann die meisten. So, das machen wir jetzt mit allen Reifen. Wird's gemacht. Hier ist übrigens ein extrem starker Brushless Motor drin verbaut. Also ich glaube, den werde ich eigentlich gar nicht damit fahren. Ich bin jetzt noch drin, weil ich den Wagen, das Chassis, glaube ich, gebraucht gekauft hatte. Da war der Brushless Motor drin.
Jetzt kommt zum ersten Mal die Karosserie drauf mit so ein paar Rallye-Stickern und so, die ich schon hatten. Ich habe ja auf jeden Fall nochmal einen richtigen Rallye-Sticker-Satz gemacht für den Wagen mit allem, was ihr dazu braucht. Die sind jetzt noch nicht gekommen, die sind bestellt gewesen, die kommen sozusagen. Das heißt, da gibt es nochmal ein zweites Video, wo ich nur nochmal zeige, wie ich die Sticker aufbringe. Aber das ist jetzt sozusagen Boxart, die Karosserie. Ich hoffe, euch hat das Ganze schon gefallen. Die Sticker, die ich jetzt noch habe, gibt es auf jeden Fall auch schon bei eBay Kleinanzeigen. Verlinke ich nochmal unter dem Video drunter. Falls ihr jetzt zu dem Set schon mal Fragen habt, schreibt sie gerne unten drunter. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, gerade mit den großen Stickern. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, weil ich das zum ersten Mal so gemacht habe. Und die Art, wie das mit dem Flüssigkeit und der Seife sozusagen funktioniert, finde ich ziemlich gut. Lasst gerne ein Abo da. Bis dann, ciao und tschüss, euer Chris.